Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von GTA San Andreas. Ich habe ja jetzt in der letzten Folge mal ein paar Modellflugzeuge abgeschossen, was recht spaßig war. Aber ich denke mal, wir werden jetzt mal erst wieder zur Werkstatt zurückfahren. Ich bin gerade übrigens hier von der Straßenbahn kurz abgelenkt worden. Bleib stehen! Die fährt bei Rot drüber. Halt, ich will mitfahren! Mann! Warte! Stopp! Kann man da eigentlich mitfahren? Also ich habe schon gehört, man kann sie nicht selber steuern. Aber ich würde sie schon ganz gerne mal irgendwie... Ich würde da gerne mal rein. Deswegen eben die Frage, ob das geht. Ich könnte mir jetzt natürlich ein Auto nehmen. Und ich glaube, das mache ich auch einfach. Und sie aufhalten auf diese Weise. Ich denke mal, dass die stehen bleibt. Ich hoffe es. Taximissionen will ich jetzt eigentlich nicht machen. Bringen die eigentlich was? Also die Krankenwagenmissionen bringen ja eine verlängerte Health Bar. Die anderen, was war das? Die Feuerwehrmissionen bringen eine... Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll man da einsteigen, wenn er nie stehen bleibt? Die bringen eine Feuerfestigkeit und so weiter. So, das hier, das sind so Drehteller. Das ist schon das Depot. So, ich steige jetzt mal aus hier. Also ich glaube, da will ich gar nicht mitfahren. Nee, 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 nee. So wie die fährt, die Straßenbahn, da steige ich lieber nicht ein. Da nehme ich dann doch lieber hier dieses Auto. Ja, was ich am Anfang der Folge noch kurz sagen wollte, wir fahren jetzt wieder zu der CJ oder Caesar-Mission oder was auch immer das ja ist. Links oben gerade im Radar zu sehen. Denn das mit diesen Fernsteuermissionen, das würde ich sagen, heben wir uns so für zwischendurch auf. So, da ist auch die Müllhalde. Da oben ist eine Kettensäge. Ich weiß nur, kommen wir darauf. Und die Frage ist außerdem, brauchen wir eine Kettensäge? Als Waffe ist eine Kettensäge ja, auch wenn es irgendwie natürlich für Horrorfilme und so beliebt ist, aber es ist in Wahrheit ja unbrauchbar, also. Ganz ehrlich, also es ist jetzt nicht so das Optimum. Hoppala, sind ein bisschen zu weit gesprungen. Hier sind wahrscheinlich auch ein paar Monster-Stunts versteckt oder einer zumindest. Da habe ich übrigens auch den Flammenwerfer gefunden gehabt, hier irgendwo. Wenn ich mich richtig erinnere, okay, ich gehe schon zu Fuß rauf. Das war auch hier, glaube ich. Vielleicht erkennen wir den ja auch oder vielleicht sehen wir den ja auch irgendwo. So, jetzt haben wir sie. Ja, na toll, wie ein Schwert eben. Irgendwo hier, glaube ich, war das. Ich weiß auch nicht. Ich steck das Teil jetzt mal wieder weg. Ich frage mich ja auch, ob hier irgendwo eine Schutzweste versteckt ist. Irgendwie ist ja immer in der Nähe von Speicherpunkten eine Schutzweste versteckt. Was ist denn hier? Hä? Das ist aber nicht auf der Karte. Das CJ-Symbol ist woanders. Das ist hier unten bei der Garage. Was ist denn das? Ist das irgendeine Überraschungsmission? Moment, bevor ich das jetzt mache, laufe ich lieber mal speichern, bevor jetzt hier das irgendwie so ein random Encounter oder so ist und dann plötzlich irgendwie 50 Gangster kommen und ich womöglich noch sterbe dabei. Lieber mal speichern vorher. Man weiß ja nie, was da auf einen wartet, aber... Das ist tatsächlich irgendwie so ein verstecktes... Kann ich da jetzt Kran spielen, oder? Jetzt ist es weg. Ach, das kommt nur nachts, oder was? Hey, Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Yay. Word is, every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. Alright, man. Ah, okay, da können wir jetzt das machen. Ach, das haben wir jetzt auch schon als Mission. Aber da müssen wir mal. Das. Okay. Das mit dem Kran kommt offenbar nur nachts. Falls das mit dem Kran irgendwas zu tun hat überhaupt. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal hin. Und jetzt soll man da diesen Crack-Dings da abfangen vom Big Smoke. Das dürfte dieses rote Teil hier unten sein, auf der Karte zu sehen. Und dann würde ich sagen, machen wir das natürlich auch gleich mal mit dem völlig beschissenen Auto hier, was sich nicht steuern lässt. Auf Bahnschienen noch umso weniger. Aber das möchte ich jetzt mal sehen.
So, hier runter. Da ist eine Weste. Stopp. Können wir auch brauchen. Haben wir nur noch die Hälfte. Und ich lasse das Auto jetzt mal stehen. Nehmen wir ein anderes. Das ist unbrauchbar hier. Ach so, das Teil fährt schon, das Auto. Also zumindest glaube ich, dass sich das schon bewegt. Da sind irgendwelche Gangmitglieder hier. So. Hallo oben. Also es ist immer wieder dasselbe. Naja, was anderes kriege ich wohl nicht. Das ist da beim Hafen irgendwo offensichtlich. Die Frage, ob wir diese Mission auch machen müssen oder ob das eine optionale ist. Ich will jetzt nicht, dass hier irgendwie kommt, Mission fehlgeschlagen gleich. Ich habe sie ja gar nicht offiziell angenommen. Also CJ hat gesagt, er macht da was, aber ich als Spieler meine ich jetzt, habe es ja nicht... Ach nee, warte mal, das ist, da beim, das ist ja schon beim Flughafen. Ja, springen wir nur vor das Auto. Die Frage ist, komme ich da überhaupt hin? Darf ich da überhaupt hin zum Flughafen? Moment, wo ist das? Achso, hier sehe ich es jetzt natürlich nicht. Dann fahren wir halt mal weiter. Ich weiß ja nicht, wie weit das jetzt auch entfernt ist. Das ist leider irgendwie, das geht es da daraus leider nicht hervor. Das scheint tatsächlich am Flughafen zu sein. Johnny the Love Giant on Master Sounds, playing it for real, playing it for keeps, ladies. You know what time it is. It's time that you all got lessons from me. Wo ist das jetzt? Also offenbar doch nicht hier. Zumindest, also ich komme ja nicht aufs Flugfeld. Gehe ich mal davon aus, dass ich da nicht hinkomme. Das heißt, ich muss das jetzt, ich muss da denen jetzt irgendwie nachfahren, aber ich weiß ja gar nicht, wo die hin sind. Weil auf der großen Karte wird es mir nicht angezeigt, da weiß ich ja nicht, wie ich fahren soll. Da war ein Fotoapparat. Na gut. Vermutlich mal hier rauf. Und das Teil hier, ich weiß jetzt nicht, ob Regen irgendwie tatsächlich die Fahreigenschaften auch verschlechtert. In GTA San Andreas oder ob das nur der Regen, also nur Zierde ist oder ob der echt ist, aber... Ja, man, lass mich doch mal hier durch. Das ganze Gedrängel hier. Alter! Ich nehme mal wieder so eine Limousine. Die fährt wenigstens brauchbar. So, drehen wir mal um hier. Wieso macht das Teil eigentlich gelbe Spuren? Jetzt haben wir hier einen Taxilenker auch noch hinten. Na, Mann! Okay, ich steige aus. Mir reicht's. So, ich nehme jetzt ein richtiges Auto. Was war das jetzt? So fällt der nochmal um hier. Das ist super, es ist ja auch noch das Polizeiauto, es machen die Blaulicht an. Hier geht's drunter und drüber. Ich fürchte ja fast, wir werden das Motorrad. Mann, jetzt zückt schon die Pistole. Ach, jetzt haben wir sie nicht drin gehabt. Ah, zu spät. Da ist noch einer. Hey, du Freak. Du bleibst jetzt aber stehen. So, gut, dass die dann auch stehen bleiben. Mit dem Motorrad könnten wir es jetzt eventuell schaffen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob wir es jetzt tatsächlich schaffen können. Ich weiß auch nicht mal, ob wir die Mission jetzt überhaupt machen müssen. Was sind sie hier? Das sind sie doch auf der anderen Seite. Alter, woher soll ich das denn wissen, wo die sind? Auf der großen Karte. Bleib schon stehen. Das Scheißteil bleibt einfach nicht stehen. Auf der großen Karte sehe ich das ja auch. Ah, jetzt habe ich es kurz gesehen. Als Punkt. Das hieße ja, dass sie schon in Reichweite waren, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal, dass wir einige Male versuchen müssen, bis wir da rausfinden, wie die genau fahren. Und da fehlt mir halt echt irgendwie so die Anzeige mit diesen Linien, wie man sie aus GTA 5 kennt. Naja, super. War ja klar. Wo du halt dann auch siehst, wo du langfahren musst. Weil so kann ich ja raten, wo die jetzt wirklich genau sind. So. Können wir das abkürzen eventuell? Das schaut ganz so aus. Da ist es! Ramm das den Kurier, um das Geld zu erbeuten! Nein! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Na super. Es geht echt alles schief, wenn es mit Autos oder Motorrädern irgendwas zu tun hat. Die Frage ist jetzt, soll ich jetzt nicht vielleicht einfach das Safe Game laden? Ich glaube, das ist einfacher und für euch auch irgendwie schöner, als dass ich jetzt hier ewig im Wasser rumpaddel. So, dann müsste der Anruf ja auch gleich wieder kommen und dann können wir das Ganze schneller machen. So, gleich müsste der Anruf kommen.
Schauen wir schon mal, wo ein Auto ist, was wir brauchen können. Halten das schon mal an dann. Ja, weiß nicht, ob das... Jetzt kommt's, okay. Hey Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Yay. Where it is every Monday and Friday, the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Yay back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. All right, man. So, der Polizist fährt weg. Wir nehmen uns jetzt dieses Auto hier. Limousine ist immer ein bisschen besser zu steuern. Und Vincent heißt das. So, SFUA, oder war das SFUA? Ist gerade gar nicht. Hier runter scheinbar. Ja, weiß ich auch nicht, was ich tue. Ich fahre halt hier. Und du? So, dann hier. Also nicht hier. Da muss ich. Was macht der denn? Ist das jetzt wieder so ein Road Rage Driver? Ich finde es übrigens bezeichnend, dass die Amerikaner ein Wort haben, Road Rage, für im Straßenverkehr irgendwie ausflippen. Das sagt ja viel aus über dieses Volk, sage ich jetzt mal. Dass man für sowas einen eigenen Begriff braucht. So, dann fahren wir mal hier den Tunnel hoch. Das müsste ja eigentlich dann passen. Und dann eigentlich, glaube ich, geradeaus über die Brücke drüber war das doch. Ist das vielleicht geskriptet, dass der einfach nicht fährt, bis ich in seiner Nähe bin sogar, möglicherweise? Ich dachte nämlich beim ersten Mal jetzt, dass der sich bewegt, aber das war ja offenbar nicht der Fall. So. Ja, das ist die Frage. Fahre ich jetzt hier den Tunnel hoch? Ich fahre jetzt mal hier den Tunnel hoch, weil das sieht mir jetzt vielversprechender aus, wenn ich hier rauf fahre und dann irgendwie links. Ich hoffe nur, ich liege mit dieser Vermutung richtig. Hier vorne ist ja auch gleich wieder eine Querstraße. Ist auch sehr super beim Tunnelausgang eine Querstraße zu machen. Macht man normalerweise nicht als Tunnelbauplaner. Wenn du dann nicht siehst, wenn du aus dem Tunnel rauskommst, ob da was ist. So, dann hier rüber. Ich glaube, wir können das jetzt schon ein bisschen eingrenzen. Jetzt können wir hier über den Kanal drüber, das ist auch sehr gut. Ich vermute ja mal, dass man diese Mission nicht machen muss, weil er hat gesagt, irgendwie zweimal in der Woche fährt er das Auto. Es hört sich für mich jetzt so an, als ob das halt eine Möglichkeit wäre, Geld zu bekommen oder, ja, also natürlich auch moralisch sozusagen was Gutes zu tun, weil man das Crack irgendwie dann vernichtet oder was, oder halt zumindest verhindert, dass Smoke damit Geld macht, aber irgendwie denke ich mal, dass diese Missionen ja optional sein müssen, weil ich kann ja nicht hier zweimal in der Woche hier den Aushilfspolizisten spielen. So, jetzt ist es zu einem Punkt geworden. Das heißt, dass ich, glaube ich, auf derselben Ebene bin. Ah ja, da kommen sie auch schon. Oder da kommen sie nicht, da fahren sie. Müssen wir es natürlich auch einholen, wobei das ist ein Geländewagen. Das, ja, fährt aber auch ganz schön krass. Den zu rammen müsste eigentlich möglicherweise leichter sein. Da, schnapp dir das Geld. Ach, das fällt dann einfach hinten raus. Das haben sie nicht gut verwahrt. Das war jetzt gar nichts. So. Und der fährt jetzt weg, oder wie? Muss ich den nicht irgendwie ausschalten, den Kurier? Oder kann ich den mehrmals rammen und dann kommt mehrmals Geld raus? Oder wie? Hä? Wie ist das gedacht? Spiel, sag mir doch ein bisschen was. Lass mich hier nicht so im Regen stehen, beziehungsweise fahren. So, da kürzen wir jetzt mal ab hier. Über das Feld. Polizeiauto ist auch in der Nähe. Passend. Die Bullen kümmert das natürlich gar nicht. Ah, das ist so ähnlich wie bei der Quad-Mission. Wir können den so oft rammen, wie wir wollen, oder zumindest eine Zeit lang. Und dann kriegen wir halt da eine Menge Geld raus. Da kommt... Ah, ja, so ist das gedacht. Da kommt einfach immer Geld. Ich würde ja gerne irgendwie in den Abgrund schießen, aber das funktioniert vermutlich nicht. Okay.
Du hast dem Kurier $1,200 gestohlen. Du kannst es jeden Montag und Freitag. Ach, okay, ja, das ist einfach so ein. Ja, für $1,200 so viele Theater? Das ist doch. Wo bin ich jetzt überhaupt? Jetzt bin ich hier irgendwo im Nirgendwo. Na toll. Okay, also andere Richtung hier lang, dann kommen wir wieder nach San Fierro. Das war es jetzt aber ehrlich gesagt nicht wert. Also ich finde nicht. Das ist gerade die Ausfahrt des Landei Motorradvereins e.V. Weißt du was? Wir nehmen uns jetzt mal eins von denen. Dann sind wir, glaube ich, doch besser unterwegs hier. Zack. Alter, steig aus. Mann. Das Teil fliegt auch schnell in die Luft. Das Motorrad hier fliegt als nächstes in die Luft. Super. Jetzt haben wir, ja. Vielleicht doch lieber ein Auto. Ja, nehmen wir eins. Das ist, glaube ich, besser. Jetzt müssen wir uns wieder Gesundheit anfressen. Ich hoffe mal, das Auto fliegt jetzt nicht in die Luft, weil wir brennend einsteigen. Das wäre jetzt natürlich der Obergau. Ich würde fast sagen, das wäre der Oberammergau. Hey! Alter, was machst du denn hier? Ich habe doch nur dein Auto geklaut. Da muss doch niemand deswegen so grantig werden. Nicht mal im Oberammergau. Oh. Naja, dieses mit den Motorrädern ist immer so ein Problem, weil die normalen Autofahrer bleiben ja einfach stehen, wenn du sie anhalten willst. Die Motorradfahrer hingegen, die, hier ist immer übrigens Rennen gefahren, die weichen aus. Das kann ein bisschen anstrengend sein. Die kriegst du dann irgendwie nie. Ich überlege jetzt fast, ob man nicht auf den Flughafen springen soll, mit dem Helikopter zur Tankstelle fliegen, wobei ich halt irgendwie den Verdacht habe, dass der Helikopter dann irgendwie mit dem Rotor ein Gashelmchen berühren wird und dann der Helikopter in die Luft fliegen wird. Übrigens etwas, was auch noch in GTA 5 gerne mal passiert. So, wo ist er denn, der Flughafen? Das ist doch der Flughafen. Ich schätze mal, dass ich jetzt aber auch nicht nur aus dem Tunnel, sondern eventuell auch hier rüberspringen kann. Müsste doch eventuell auch gehen. Das möchte ich jetzt gerne mal probieren. Machen wir mal ein bisschen Stunt hier. Vielleicht doch mit einem Motorrad, wenn wir das jetzt irgendwie kriegen. Dass wir, You a professional moron or just a gifted amateur? So, bitte gib mir mal dein Motorrad. Ich habe dich extra hier eingeklemmt zu diesem Zwecke. Da. Ja, genau. Und jetzt, der harte Rocker läuft auch als erstes gleich weg. Nachdem wir ihn hier geschlagen haben, den mit dem Motorrad können wir dem Verkehr ausweichen. Wir wollen ja hier möglichst viel Geschwindigkeit kriegen, damit wir über diese natürliche Rampe springen können. Und das klappt natürlich nur, wenn wir hier entsprechend Tempo drauf haben und... Boah, das war jetzt aber knapp. Na gut, so. Und ja, das ist tatsächlich ein Monster-Stunt. Die Frage ist jetzt, schaffen wir es auf den Flughafen oder... Nee. Oh Mist, aber da können wir jetzt sicher raufklettern. Wozu sollten denn sonst hier diese Leitern sein? Moment, so. Hä? Hallo? Hallo? Das ist eine Leiter. Da kann man raufklettern. Soll ich dir buchstabieren? Leiter. L-E-I-T-E-R. Schau, das sind so Sprossen. Das sind diese Querbalken. Quer heißt nicht senkrecht. Und senkrecht sind auch zwei Balken. Da kann man sich dann auf diesen Querbalken kann man sich mit den Händen festhalten. Du legst jetzt die erste Hand hier auf diesen Querbalken in deiner Augenhöhe und dann den anderen Fuß auf einen Querbalken ein wenig über dem Boden und dann wiederholst du diesen Vorgang mit der jeweils anderen Körperseite im abwechselnden Rhythmus und irgendwann bist du oben. Alter, das ist doch Verarsche, oder? Das kann es doch echt nicht sein. Nehmen wir halt das Boot hier. Das ist... Ich glaube, ich spinne.
Das gibt's doch nicht, dass der nicht Leitern klettern kann. Da haben sie das Spiel endlich so gemacht mit San Andreas, dass du schwimmen kannst und dann ist er zu doof, um Leitern hochzuklettern. Ich hoffe mal sehr, dass wir hier hinten an Land gehen können, denn wenn nicht, dann bin ich monstermäßig böse. Da müssen wir uns erst eine Stelle suchen, womöglich, wo wir an Land können. Auf das hätte ich jetzt irgendwie gar keine Lust. Nein, nein, nein. Na gut, da kommen wir mit Sicherheit an Land. So, und jawohl. Naja, gut. Naja, okay. Aber jetzt hier, komm. Spring raus. Jawohl, und jetzt hier hoch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Ende der Folge. Wir haben immerhin diesen Kurier, diesen Lahmen da ein paar Mal gerammt und dem Geld gestohlen, aber das war jetzt auch nicht so spannend. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann tatsächlich die Sache. Ah, da ist Will Smith. Will Smith. Hallo, Will Smith. Da ist Bob der Baumeister. Da machen wir dann tatsächlich die Sache mit der nächsten CJ-Mission bei der Garage. Und ich werde einfach auch nach der Aufnahme noch offscreen mal ein bisschen was essen, noch eine Schutzweste besorgen, damit wir dann voll aufgeladen dort stehen. Wir sehen uns also voll aufgeladen in der nächsten Folge vor der Garage und gucken uns dann diese Mission einfach mal an. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.